Was hast du denn da? Ja, heißt es auch schon sogar näher aus wie der Hitler. Und das ist kein Spaß. Wenn nämlich näher nie ausschaut wie der Hitler, dann hätte er schon irgendwie richtig Wettenerfolg. Das ist so ein saubiger Tricks, oder? Verstecken möchte sie. Einnisten möchte sie. Du willst das zu kurz gesagt und dann wisst ihr, wie das hier ein ist. Was, ja, das ist voll creepy wieder. Weil ich wollte doch immer sehen, was ich bin wieder. Normal ist nicht gleich ruhig wieder. Auf meinem Leptiker wird man das nicht, nicht sehen. Wird man mich für einen normalen Jungen halten, der auch wirklich in die Arbeit gehen kann. Also noch eine Zeile mal. Das Witzige ist, er ist angeblich mein Papa. Jetzt, wenn ich so einen abgespaceden Trip shoot, dass ich denke, dass er gleich umkommt und mich umbringt, dann habe ich eigentlich schon gewonnen, weil das da dann nicht da. Ja, wenn ich Angst vor ihm kriege, dann ist er ganz nett. Dann ist er auf Pilze instant. Dann kriegt er Schneckenohren und lacht. Er kann nicht aushalten, wenn man Angst vor ihm hat. Ich habe 30 Minuten frei wieder. Und ich bin echt fleißig am Löschen wieder. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann höre ich einfach auf wieder. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann ist es jetzt so. Ich bin hier kein Schwätzer. Dann gehört wieder so der Daniel Bagts nicht mehr. Echt so. Krass, aber es hat nie so einen Impuls oder Schnitt, weil das ist richtig aus mit dem Gas wieder. So, ihr seid so dermaßen auf Koks drauf, dass ihr sogar etwas versteht, was ich gar nicht wirklich sage, wahrscheinlich, gell? Naja, das ist aber dann auch wirklich dann eure Schuld, wahrscheinlich. Aber das will ich nicht, dass es eure Schuld ist. Ja, ihr werdet einfach nur so sauer gemacht vom Essen. Weil ihr wahrscheinlich Koks dazu nehmt, oder? Seid ihr alle Hitler? Wenn ich denn seine Lieblingsmische LSD und Koks wäre, und ihr nehmt auch LSD und Koks, und seid ihr der Voll-Hitler? Also das ist quasi dann der saure Hitler.
Er ist einfach so ein richtig pelziger Hirsch. Er hat richtig miese Hörner und ist richtig abartig. No. Nee, nee, nee. Ich hab's ja vorhin gesagt, was er überhaupt will, hier bleiben. Deswegen heißt er ja Hitler. Deswegen nennt er sich auch selber eigentlich Hitler. Aber eigentlich nennt er mich A, weil er ja schon verschissen hat. Das ist quasi das Eingeständnis seiner Niederlage, wenn er mich A nennen will. Das hat er ja vielleicht nicht absichtlich gemacht. Vielleicht ist ihm das ja ausgerutscht. Vielleicht hat er irgendwie so eine Erkenntnis gehabt oder so. Ja, jetzt gibt es ein Problem, gell? Weil Koks und Marihuana waren in Wirklichkeit der Antichrist und der Christ. Und jetzt kommt das große Problem, oder? Wenn man das Koks zu hart zum Bumsen, wie es möglich wäre, hat man eigentlich erst wirklich den Namen Marihuana befreien lassen. Und tatsächlich das Koks Marihuana stattdessen nennen. Und tatsächlich, Weed ist dann kein Marihuana mehr, sondern das Koks. Das wäre da ein richtig geiler Vorschlag. Weil dann hätte ich nämlich auch mal Ruhe mit dem Scheiß. Das ist zu meinem eigenen Schutz wieder. Keine Ahnung, welcher Hurensohn das war, das kann schon so zum Nennen, Alter. Ja, ich kann mir schon denken, dass ich deswegen, weil ich es aufmerksam drauf machen soll, dann kann man nochmal drüber hinwegblicken, aber eigentlich ist es schon ein ziemlich scheißbeschissener Vorschlag gewesen, das so zu nennen. Keine Ahnung, wer den gebracht hat. Alter, jetzt kommt gleich wieder Ecstasy voll oder was? Boah. Das ja, weil er vorher auf Map schickt und dann auf Ecstasy. Das soll den Hintergrund haben, dass du auf Ecstasy dann härter drauf bist wieder. Einfach, dass du nicht mehr so ein Weicher bist dann wieder. Einfach, dass du auf Ecstasy dann ein bisschen härter knallst. Alter, wenn ich ein MDMA abkriege, dann spüre ich sofort meinen Schwanz, Alter. Und sie dann Sammy vor mir vom geistigen Auge zu lachen und so. MDMA ist ziemlich verdächtig, deswegen habe ich das irgendwie auch ziemlich gern eigentlich. Einfach weil ich ohne Scheiß mit der Sammy irgendwie in Verbindung komme. Also bei anderen Drogen ist es nicht so ausgeprägt, bei PEP schon noch ein bisschen mehr, aber da habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, mit ihr zu reden. Aber bei MDMA ist das schon irgendwie noch was ganz was anderes, weil das sind ja deepere Verbindungen, das ist komisch. Und bei LSD war irgendwas, das war wie wenn mir was erzählen wollte, dass ich Sammy nicht haben kann. Und dass wir uns jetzt nur noch über LSD verständigen können, stellt euch das mal vor. Alter. So ist LSD wieder. Das ist doch lächerlich, Alter. Er braucht sowas, Alter. Wenn ich jetzt mal nicht so lache, dann schaue ich mich an, sehe mich selbst und dann wird mir klar, dass wenn das
Leute sehen, die einfach noch nicht so viel von mir gesehen haben, dass sie einfach sofort Angst haben, und da muss ich einfach so drüber nachdenken, was das für Konsequenzen hat, wenn sie mich so stark fürchten. Und deswegen sollte ich lieber irgendwie nachdenken darüber, wie ich schöner schauen kann und vor allem viel netter. Ja, was ich verstehe, Apps besonders. Hä? Es ist also sogar schon so, dass er auch schon Kraus ganz allein bleiben lässt wieder. Ich komme so hart drauf, weil ich habe jetzt langsam weg vom Bock. Aber wenn ich kann jetzt nicht mehr aus dem Haus wieder. Und wenn ich die hier wieder. Samantha und ein Feind wieder. Was geht eigentlich ab, verdammte Scheiße wieder. Stell dir mal vor, dass sie einfach wirklich so im Hitler zusammen ist wieder. Und dann einfach so ohne Spaß so an Jesus umbringen, weil wieder deswegen. Wahrscheinlich lust es sogar einen Ausschlag bei ihm wieder. Und dann denken wir wahrscheinlich so, Alter, also. Denken wahrscheinlich dann so. Schon gut, Alter, ich komme hier schon nicht näher, Alter. Jetzt kriege ich eine Latte, Alter. Wie krass ist denn das, Alter? Außerdem habe ich jetzt in der Folge, so 10 Sekunden vorher, Satan im Eck gesehen, das ist so ein kleiner roter Zwerg mit so einer Mistgabel, Alter. Irgendwie verarschen oder so. Ja, aber ich habe keine Optik, sondern ich habe eine Netzhautverbindung auf beiden Augen, Alter. Deswegen kann mir nicht mal Acid mehr Optics geben, Alter. Das ist so witzig, ich habe nicht mal DMT Optics, Alter. Ich kann quasi keinen Drogenrausch mehr mit irgendwelchen Halluzinationen verarschen. Deswegen bin ich ab allen Substanzen klar und nichts kann mich mehr aufhalten, Alter. Aber die Wahrheit ist eher wohl, dass ich die Optics eigentlich gern hätte. Weil mir eh so langweilig ist. So habe ich mich selbst als Margot gesehen. Stell mir vor, dass der Satan Jesus zum Selbstmord treibt und damit der Jesus so hart bumst dafür, dass es sie umbringen würde, dass es sie ausschauen würde. Das ist schon scheiße damit. So, ja, jetzt wird der Jesus gestraft dafür, dass es sie umbringen würde. Was tut er da? Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Das glaube ich, das ist mehr von der Emma, Alter. Das ist halt so, boah, leck mich am Arsch, Alter. Boah, sie sind aber wieder, aber so reichlich drin, Alter. Der hat wahrscheinlich, Alter, der hat wahrscheinlich, der, Alter, der Typ ist so geisteskrank, Alter. Ich habe dem einfach so gesagt, Alter, dass wir in der Klaps so das Crystal und so einlassen haben und so alles an mögliche Drogen und so, gell.
Und das hat jetzt frisch verstanden anscheinend, weil es dann haut der so hart ein, oder? Dass man so drauf kommt, oder? Das ist wirklich, also ohne Scheiß. Es ist sogar, weil das in Minecraft, da haben wir uns wirklich nur minimal eingelassen. Man hat mal ein bisschen so einen kleinen Flashcode. Außer als DMT und Schwamm, man ist schon stärker kennt, aber es war jetzt nicht sogar. Aber so wie jetzt auf Meth da drauf kommt, oder? Und auf das M halt. Wie man ja das Koks verklatscht hat, oder? Das ist echt, also das geht auf Kakur halt. Also das Meth halt, das ist brutal, und jetzt wieder gerade so vor 20 Sekunden oder so, Meth und Emma meine ich halt. Wenn ich ja, safe sogar eigentlich. Aber das Krasse ist, dass kein Koks dabei ist, Alter. Sonst hätte ich ja gar keinen kurzen Messen, Alter. Aber eigentlich ist sogar Crack gewesen, eigentlich. Und Crack ist Koks, das ist scheißegal, Alter. Das ist Koks und Crack, nicht, Alter. Alter. Das ist schon echt sick, Alter. Jetzt haben ja schon wieder kein Hasch, nur mal. Aber der Gaststuhl ist so weit, dass ich noch mehr Hasch brauche eigentlich. Aber dann wird es eigentlich auch nicht besser, Alter, weil es ist einfach nicht mehr so geil, wenn man bekifft auf Gastank geschickt wird, Alter. Das fuckt mich ab, Alter. Also das, was denn, Alter, das ist einfach wirklich auch nicht so meins, Alter. Ja, Alter, ich bin schon wirklich, wirklich übelst drauf geworden, Alter. Also ohne Scheiß, Alter. Ja. Bist du neben dem auch wieder, das zückt sich immer die Scheiße ein, wieder. Ich habe mich nicht mehr aus dem Bett gewählt, ich glaube, da müsste sogar ein Video gesehen werden. Wo sollte mich einzogen eigentlich, wenn ich mich selber sogar filme und die dann drauf kann, Alter? Ich lüge überhaupt nicht, Mann. Ich kann mir anzahlen. Das ist irgendwie so, wie man sagt, jetzt so erklären wollte, wie traurig es ist, dass es mir so geht wieder. Ich möchte also auch, dass es mir schlecht geht. Ah, ich sollte also da denken, dass es mir schlecht geht, wahrscheinlich. Aber es ist mir. Schau ich aus, wie es mir schlecht geht, Alter. Ey, Alter, what the fuck? Hat es dann mal sauber, Alter. Bist du ein Gleisesaal? Weil was gab es eigentlich, weil mich Ecstasy nicht nochmal, Alter. Weil ich da entweder total am Wichsen bin, Alter, oder ich kacke so ab, dass ich dann eine Psychose habe, Alter. Jetzt zum Beispiel hatte ich keine, Alter. Deswegen bin ich ja nicht eingewiesen. Dann kann ich nichts dafür, dass ich so draufgeschickt bin, Alter. Boah, Alter, das ist aber echt der Meth von der Emma, Alter. Und davor ist Meth pur, weil ich merke, es Emma auf jeden Fall dazu, Alter, weil es drüben ja gleichzeitig nur irgendwas zu, Alter. Das ist echt krass, Alter. Ja. Also ohne Scheiß, es ist so ein Hund, Alter, so ein saublöder Wichser. Der wird so bums dafür, das gibt's wirklich nicht mehr, Alter. So richtig, was? Und dann müsst ihr jetzt nur so sagen, so, ja, so, ja, muss man so sagen, es ist unangenehm, oder was, Alter? Wenn der Crystal und der Emma einlässt, Alter, das ist kein Koks, Alter. Das ballert nur mit Sau, Alter, und total verspult worden wieder, Alter. Ja, das ist, also, ohne Scha ja, das, ich weiß nicht, ob das normal ist, weil das am Gas liegt. Das ist, wenn jemand anderen, Alter, das ist richtig komisch, Alter. Ja, ich habe jetzt davor sogar wieder ein bisschen Musik gehört, Alter. Da merkt man schon ein bisschen, Alter, dass ich wirklich ziemlich high bin. Und da habe ich noch wieder mit Kiff gehabt, Alter. Jetzt habe ich vielleicht 0,2 oder 3 Gramm, 0,2 Gramm wahrscheinlich noch mit diesem Malana-Hasch gehabt. Jetzt habe ich schon wieder nichts mehr. Und nachher bin ich jetzt so dermaßen drauf gestorben. Das ballert sowieso immer stärker, Alter. So unter Marien einfach so, wenn ich beide mit einem Händen habe das Handy, Alter. Mit anderen Händen habe ich da, Alter. Wie mache ich das sauber, damit die Drogen da in die Luft einer plötzlich, oder wie?
komm ich plötzlich drauf oder was? Alter, kiff ich die ganze Zeit oder haben die irgendwas genommen, Alter? Schau doch mal so, Alter, das ist ja nicht mehr normal, Alter. In Wirklichkeit habe ich mir sogar vor einem Jahr oder so nachher draufgeschrieben. Und dann habe ich mir Instagram postet und das hat sowieso auch überhaupt keinen Impact gehabt. Einfach deswegen, weil die ganzen Hitler-Koks so dermaßen viel koksen, Alter, dass wirklich der Hitler das tun darf, ohne dass er irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hat. Und deswegen kann Hitler-Koks einfach verarmt, Alter. Sagst du es? Jetzt weißt du es, was das heißt. Nee, die muss sagen jetzt, dass ich tatsächlich zugleich bin, Alter. Was wird. Wenn du das wisst, Alter. Jetzt habe ich nur wieder nur 10 Minuten Zeit und muss immer ein wenig schneller reden, oder? Kämpft sich da mit? Keine Ahnung, Alter. Dann habe ich in meinem Cover Anti-Schuhe angekündigt, weil ich alles so bumst habe, Alter. Weil dann habe ich alles einlassen, was ich wollte. Damit wollte ich einfach alle umbringen, die quasi Hitler-Kokse haben. Und alle, die wo Hitler-Kokse haben und tatsächlich Deals mit mir ausgeschlungen möchten. Die messen sie tatsächlich. Und mich selber fragen, ob es tatsächlich einen Grund gibt, dass ich irgendeinen Deal ausgeschlungen will, außer mit jemandem, wo ich schon einen Deal ausgeschlungen habe. Also ist der Typ, mit dem ich einen Deal ausgeschlungen habe, ein Parasit? Nur um mich dazu zu bringen, dass ich meinen Schwanz abschneiden muss? Oder war das nur meine Fantasie und meine kranke Einbildung, dass das überhaupt nur meine eigene Schuld ist? Und jeder erkennt, dass das überhaupt gar nicht irgendwie fremden Wirken hat oder so, sondern dass ich nur das, ja, genau. Ich bin kein Außerirdischer, es gibt keine Aliens, wir werden von Satan verarscht. Genau. Jetzt war ich Satan und das hat ich gesagt. Und schon haben alle weggeballert und ich mit mir nochmal ernst genommen. Ja, was soll ich jetzt denn tun? Soll ich das rückgängig machen, ungeschehen machen? Soll ich, dass ich das gesagt habe? Ja, nein, jetzt müsst ihr mir einfach so hart selber bumsen, dass ich das gesagt habe. So, warum zum fucking Teufel ist mir das ausgerutscht, Alter? Bin ich eigentlich bescheuert? Alter, 23 Minuten, jetzt habe ich 32 Minuten frei. Das ist echt krass, da mache ich mir selber auch so Zeitdruck, Alter, und dann kann ich noch krasser bestimmt sein. Wisst ihr eigentlich, dass Samantha mich einfach wirklich seit Jahren blockt, Alter? Die hat irgendwie nicht mehr Bock, mir zu kiffen, Alter, nur weil sie denkt, dass ich irgendwie der scheiß fucking Hitler bin, Alter. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter. Seit ich das 1000% ich weiß, Alter, ist das überhaupt kein Thema mehr, Alter. Ja, und wer ist es dann wieder? Ja, das ist Zepo, wer denn sonst wieder? Wie soll man das glauben? Es gibt hier keine Beweise dafür, erstens und zweitens spricht ja auch nichts dafür, dass ich nicht der Hitler bin. Doch, spricht einiges dafür. Könnt ihr euch gerne meine Videos anschauen, oder? Ja, ich bin der Luzifer und ich mache halt alle total fertig und deswegen macht es mich jetzt richtig fertig in der Klapsen. Und deswegen habe ich jetzt auch so geschwollene Wangen. Merke ich eigentlich nicht, dass ich dahinter bin, oder?
Was tun ja? Weißt du, Alter. Jetzt haben sie mir Koks dran, jetzt habe ich so komische Optik gehabt, wie wenn so Dämonen rumfliegen, Alter. Das habe ich jetzt so aufgeregt, Alter. Aber nur so, also nicht überall, sondern mein Kopf, in meinem Kopf, um meinem Kopf, so rot-schwarz, Alter. What the fuck? Was soll diese Scheiße, Alter? Alter, jetzt krieg ich Kokstepe, Alter. Ich hab mich kann nicht vom Fleck gerührt, Alter. Wer sagt, dass ich Koks genommen habe, Alter? Habe ich das jetzt ohne Scheiß, habe ich das heimlich irgendwo am Nachttisch gehabt und schnell reingerieben? Vielleicht habe ich es ja wirklich an der Hand gehabt, Alter. Bestimmt. Ihr nennt mich Hitler und denkt euch, dass ich es vielleicht doch nicht bin? Krass. Das ist wie wenn ich dich einsperre, wenn du unschuldig bist. Naja, jetzt muss ich ja mit der alten Content löschen, weil ich natürlich mehr zu sagen habe. Ja. Das muss schon gehen oder nee, ich hab kein Geld für Speicherkarten und so. Aber was Sche hey, Alter, den alten Content brauche ich ja eh gar nicht. Obwohl, man kann alles immer brauchen, Alter. Ich tue mich nur immer schwer, dass ich das Richtige lösche, Alter. Es ist echt nicht so einfach. Ich muss ja schauen, dass ich damit meine 40 Minuten frei habe am besten. Alter, jetzt hat das Sepp gelacht, Alter. Einfach weil er genau weiß, dass ich keinen Speicher habe, Alter. Cox. Nee, das ist ja wie Craig. Alter, jetzt habe ich nur noch 2 Minuten frei. Das wird man noch besser sehen, wie ich dauernd auf irgendwas anderes draufgeschickt werde. Jetzt sag ich, was der Adolf mit mir macht, wieder. Der vergast mich, wieder. Mit Drogen, Alter. Was soll diese Scheiße wieder? Ja, ich muss wieder was löschen. Scheißt auf mich, weil ich in Wirklichkeit. Eine Ente bin wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die Enten eh die Koks.
Habe ich noch nicht gewusst, das habe ich jetzt gerade erst erfahren. Aber es würde mich überhaupt wundern, das ist wahrscheinlich eh die Wahrheit. Scheiß Kuxe.